Heizbekleidung hält seit Jahren Einzug in der Jagd und löst die klassische Bekleidung immer mehr und mehr ab. Herkiller hat hier als einer der ersten Hersteller mit der Verwendung von ClimAid-Komponenten ein intelligentes Heizprodukt auf den Markt gebracht. Was diese Heizbekleidung kann, das stellen wir euch jetzt hier vor. Hallo, bisher auf der Jagd war es meistens so, dass man verschiedene Bekleidungsstücke übereinander im Schichtsystem trug, ohne dass diese besondere technische Eigenschaften wie eine Heizfunktion beinhalteten. Da hatte ich dabei zum einen als erste Schicht Merino-Unterwäsche, als Shirt und als Hose, dann, wenn es besonders kalt war, darüber die nächste Schicht mit Fließhose, Fließoberteil, dann als weitere Schicht einen dicken Ansitzpullover, eine richtig dicke Ansitzjacke, die nochmal zusätzlich ein einzippbares Innenleben hatte, eine Ansitzhose, extra dick gepolstert und als Krönung des Ganzen noch ein dicker Ansitzsack dazu. Mit dem ganzen Haufen hier ist jetzt Schluss. Ich arbeite nur noch mit der Herkiller ClimAid Heizbekleidung, damit ich mehr Bewegungsfreiheit auch habe und sich mein Wärmebedarf automatisch regelt. Ihr könnt die Bekleidung als letzte Schicht tragen, wie wir beide hier, oder wenn es besonders kalt ist, unter einer dicken Winterjacke, wie diese Herkiller Driven Hunt HWS Insulated Jacke. Vorab aber die Info für euch, was ist überhaupt diese ClimAid Technologie, die bei Herkiller verbaut ist. ClimAid ist ein Unternehmen aus Frankreich, das sich auf nachhaltige Kleidung und Textilien spezialisiert hat und innovative Technologien einsetzt, um Kleidung umweltfreundlicher und funktionaler zu gestalten. Hierzu wird Bekleidung wie die von Herkiller mit entsprechender Technologie bestückt. Ein Hauptmerkmal von ClimAid ist die Fähigkeit, die Körpertemperatur des Trägers zu regulieren. Dies wird oft durch den Einsatz von Materialien erreicht, die Wärme speichern oder abgeben können, je nach den Bedürfnissen des Trägers und des Einsatzbereiches. Zum Beispiel können spezielle Fasern in der Kleidung die Körperwärme reflektieren oder einschließen, um bei kaltem Wetter warm zu halten oder überschüssige Wärme abzuleiten. In den Herkiller ClimAid Produkten ist hierzu bei der Jacke und der Weste das Heizelement im Rücken angebracht. Wie ihr hier seht, verfügt sie über ein reflektierendes HiQ X-Reflex Innenfutter, das die erzeugte Wärme speichert und an den Körper zurückleitet. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Spiegel für Wärme in der Jacke. Herkiller ClimAid Jacken und Westen sind winddicht und atmungsaktiv. Dafür werden spezielle Gewebe und Technologien eingesetzt, die Feuchtigkeit effektiv transportieren. Als Isolation dient zusätzlich eine dicke Schicht an Daunen, die also schon ohne die zusätzliche Heizfunktion für viel Wärmewirkung sorgt. Was bedeutet diese Technologie nun im Fall der Herkiller ClimAid Heizbekleidung nun konkret? ClimAid entwickelt reaktive und nahtlose Thermoelemente und positioniert diese Elemente in Zusammenarbeit mit Herkiller in den Produkten an strategischen Stellen, wie in unserem Fall bei den Jacken und Westen im Rücken und bei den Handschuhen auf dem Handrücken und um die Finger herum. Die Thermoelemente sind Teil eines Systems, bei dem das Produkt eine Verbindung zur ClimAid App herstellt und über die benutzerdefinierten Einstellungen aktiviert und reguliert wird, um die individuellen Vorlieben des Jägers zu erfüllen. Empfindliche und intelligente Sensoren in den Textilien überwachen die Hauttemperatur des Jägers, messen dann die Umgebungstemperatur und analysieren diese Faktoren anhand des Benutzerprofils. Dadurch wird die Technologie entweder aktiviert oder deaktiviert, sodass Sie keine Sekunde über die Anpassung der Einstellungen nachdenken müssen und sich voll und ganz auf die Jagd konzentrieren können. Kurz gesagt, die Technologie ist so durchdacht, dass sie jedes Mal, wenn Sie die Bekleidung wieder tragen, automatisch erkennt, auf welche Stufe Temperatur Sie zuvor eingestellt haben. Wenn Sie sich viel bewegen und es Ihnen zu warm wird, stellt die Technologie die Heizung automatisch herunter. Sitzen Sie jedoch still oder wird es draußen kälter, dreht die Technologie die Heizung automatisch wieder hoch.
So, nun aber genug zur Theorie. Wie funktioniert das denn jetzt genau in der Praxis? Als erstes ladet ihr euch die App Climb8 herunter. Diese gibt es sowohl für Apple als auch für Android-Produkte in den jeweiligen Stores. Was ihr noch dazu braucht, ist so eine Powerbank. Dann habt ihr hier an der Seite in der rechten Jackentasche das Anschlusskabel dafür. Das brauchen wir auch, um die Jacke zu betreiben und mit der App zu verbinden. So, als erstes gehen wir in den App Store, suchen nach Climb8, laden die App herunter. Dann öffnen wir diese. Hier bekommt ihr dann nochmal die Eigenschaften und Infos zu den Climb8 Produkten kurz angezeigt und erklärt. Ihr könnt das oben rechts überspringen. Das machen wir jetzt auch. Und dann seid ihr im Anmeldeprozess und habt hier 4 Anmeldemöglichkeiten. Entweder direkt über einen Google-Account, über einen Apple-Account, mit eurem Facebook-Account oder ganz klassisch per E-Mail. Ich wähle hier jetzt die Variante per E-Mail. Trage hier dann meine E-Mail-Adresse ein. Und klicke auf E-Mail senden. Und dann kommt die Info, dass Climb8 uns eine E-Mail geschickt hat mit einem Login. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr euch über das Handy in euer E-Mail-Programm einwählt. Also nicht über einen externen Computer, weil das Handy dann direkt entsprechend das Ganze mit der App abgleicht. In der E-Mail findet ihr dann einen Link, anmelden bei Climb8, da klickt ihr einfach drauf. Dann ruft ihr diese Informationen ab und schon sind wir bei der Anlage eines individuellen Profils. Hier können wir jetzt unsere Parameter individuell eingeben, die die App dann berücksichtigt, weil ja dann auch der Wärmebedarf bei Mann und Frau in der Regel anders ist. Wir machen es jetzt mal einfach über meine Daten. Dann will er einen Namen haben. Das bestätigen wir. Das Geburtsjahr, das Gewicht, die Größe. Und ob wir die Temperaturanzeige in Grad oder Fahrenheit wünschen. Zusätzlich möchte er wissen, ob er uns über den Akkuzustand informieren soll, was eine sehr nützliche Funktion ist. Bestätigen wir auch. Dann müssen wir die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Und das Wichtigste ist, damit die App mit eurer Jacke oder den Handschuhen auch kommunizieren kann, dass ihr der App die Nutzung der Bluetooth-Verbindung erlaubt. Das bestätigen wir auch. Wenn wir das haben, und die Jacke ist auch mit der Powerbank mit Strom versorgt, klicken wir auf Neues Produkt hinzufügen. Hier kommt nochmal der Hinweis, ganz klar, dass die Jacke dazu auch eine Energieversorgung mittels der Akkus benötigt. Klicken wir auf Start. Jetzt startet die Bluetooth-Suche und die App schaut, ob sich ein aktives Climb8-Produkt in der Umgebung befindet. Jetzt hat er hier diese Heizweste gefunden, das ist auch so korrekt. Der Linda, ihre Jacke haben wir jetzt noch nicht aktiviert. Das bestätigen wir. Und jetzt kommen verschiedene Fragen zum Kälteempfinden. Auch wie man sich begleitet wird abgefragt, ob man viel mit dem Schichtsystem arbeitet, ob man noch eine Außenschicht über der Jacke trägt. All das könnt ihr hier angeben. Also hier die Fragen der Schichten unter der Jacke. Gebe ich jetzt mal mit 1 an, weil ich in der Regel dann nur einen Pullover drunter trage und Anzahl der Schichten darüber gebe ich jetzt hier mal eine 0 an, weil ich die Weste jetzt ohne zusätzliche Oberbekleidung trage. Und dann können wir auch je nach Einsatzbereich verschiedene Aktivitäten wählen. In unserem Fall auch hier als Vorauswahl schon drin die Jagd, das wählen wir mal an. Und schon ist die Einrichtung abgeschlossen und können wir mit weiter das Ganze bestätigen. Dann wird uns die Funktion der Jacke erklärt. Es gibt ja auch hier auf der Jacke den Climb8-Button. Und mit diesem Button könnt ihr die Jacke auch starten, indem ihr mit dem Zeigefinger oder dem Finger zweimal auf diesen Button klickt. Und über diesen Button habt ihr verschiedene Funktionen. Ihr könnt unter 3 verschiedenen Heizfunktionen wechseln. Die nächste Funktion erklärt er uns über den Schlafmodus. Das bedeutet, wenn keine Bewegung
stattfindet, schaltet sich die Jacke auch automatisch aus und erkennt dies, sodass der Akku nicht entladen wird. Die Helligkeit der LED an der Jacke, hier leuchtet sie blau, könnt ihr auch einschalten, ausschalten oder regulieren. Und dann sind wir bereit und können starten. So, in der App selbst seht ihr jetzt hier auch, ist eine Stromverbindung vorhanden. Wir klicken jetzt auf das Produkt drauf. Hier könnt ihr auch nochmal den Modus wählen, wenn ihr also jetzt die Jacke zum Beispiel zum Skifahren oder zum Wandern oder zum Laufen anzieht, ist ja ein unterschiedlicher Wärmebedarf vorhanden. Dann können wir hier eine individuelle Temperatur der Jacke einstellen, sodass ihr einen Bereich festlegen könnt, bei dem ihr sagt, das ist jetzt ideal für euch. Wenn ihr zum Beispiel abends mit dem Hund raus müsst und es ist wirklich Minusgrade draußen und ihr zieht jetzt die Jacke an und habt direkt kalt, könnt ihr zum Beispiel hier auch über Schub klicken und direkt auf volle maximale Leistung der Jacke switchen. Darunter könnt ihr auch nochmal die Schichten anpassen, sodass sich die Heizfunktion der Jacke entsprechend auf eure Bekleidung ändert. Zusätzlich könnt ihr auch hier die Lokalisierung der App erlauben, sodass wir zusätzliche Wetterdaten jetzt hier in der App drin haben. Bei uns sind es jetzt 1,6 Grad draußen als Außentemperatur. Und ihr habt hier eine interessante Statistik zum Heiz- und Nutzungsverhalten der Jacke mit drin. Wenn ihr mehrere Hairkiller-Produkte habt mit Climate-Funktion, wie jetzt zum Beispiel noch diese Handschuhe oder ihr habt noch die Jacke, dann könnt ihr hier aus allen Produkten in der App entsprechend wählen. So viel zu den Einstellungen der App. Wichtig für euch ist, die App ist absolut kein Muss. Wem das zu viel Aufwand ist, der kann die Bekleidung auch ganz ohne App nutzen. Hierzu haben alle Hairkiller Climate-Produkte diesen Climate-Button. Wie das funktioniert, hat Philipp euch gerade eben schon erklärt. Was ist nun aber der große Vorteil der Climate-Technologie gegenüber einer herkömmlichen Heizbekleidung? Ganz einfach, bei der herkömmlichen Heizbekleidung müsst ihr selbst regulieren. Das heißt, ihr schaltet zum Beispiel die Heizjacke ein, wenn euch kalt ist. Dann wird euch vielleicht aber wieder viel zu schnell zu warm, gerade wenn ihr am Laufen seid und ihr müsst die wieder abschalten. Danach fangt ihr vielleicht wieder an zu schwitzen und bekommt Feuchtigkeit in die Kleidung rein, was wieder zu einer Kältewirkung führt, weil diese nicht abgeführt wird. Anders ist es eben mit der Climate-Technik von Hairkiller. Hier stellt ihr einmalig die gewünschte Wärmeleistung per App ein. Danach regelt die Bekleidung alles vollautomatisch. Wird euch warm, schaltet Climate die Heizung ab. Durch die Atmungsaktivität wird Nässe abgeführt. Wärme wird gespeichert. Jacke und Weste sind winddicht, die Handschuhe zusätzlich noch wasserdicht. Daher müsst ihr bei Regen die Climate-Heizbekleidung unter eurer wasserdichten Jacke tragen. So wie ich sie jetzt auch anhabe. Jetzt kennt ihr also die Vorteile der Hairkiller Climate Heizbekleidung. Bitte denkt auch unbedingt daran, euch zu der Weste und zu der Jacke noch eine passende Powerbank mitzubestellen, wie diese hier, die von Hairkiller gleich passend angeboten wird. Diese muss einen klassischen USB-Anschluss haben und sollte von der Leistung her nicht weniger als 10.000 mAh besitzen. Die Powerbank wird bei der Jacke und bei der Weste in einer extra dafür geschaffenen Tasche hier rechts verstaut. Bei den Handschuhen sind für jeden Handschuh wieder aufladbare Akkus enthalten, die bei Vollbetrieb bis zu 2,5 Stunden halten. Der Akku wird in diesem Fach hier verstaut. Das passende Ladegerät ist natürlich auch dabei. Jetzt denken aber viele, die Bekleidung hat doch Elektronik verbaut. Was ist denn mal, wenn die Bekleidung schmutzig wird und gewaschen werden muss? Das ist überhaupt kein Problem. Die Bekleidung ist bei allen Produkten problemlos bei 30 Grad im Spezialschonwaschgang waschbar. Achtet nur bei der Daune in der Jacke und der Weste darauf, dass ihr diese genau nach der Waschanleitung in der Bekleidung auch wäscht. Sonst kann es passieren, dass die Wärmeisolation nicht optimal gegeben ist. In der rechten Tasche befindet sich eine weitere Innentasche. Dort findet ihr das USB-Kabel, an welches ihr dann die Powerbank anschließen könnt, um diese dann wieder in der Innentasche verstauen zu können. Weiter habt ihr dann die volle Funktionsfähigkeit einer normalen Tasche, die ihr auch wieder verschließen könnt. Die Powerbank verfügt außerdem über eine Ladeanzeige mit 4 LEDs, über welchen ihr den Ladezustand der Powerbank abfragen könnt. Außerdem findet ihr ein Steppmuster sowie eine klassische Steppung am Rücken, um die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
Die Jacke sowie auch die Weste verfügen beide über ein modisches rotes Innenmuster und eine Innentasche. Außerdem verfügen beide über eine Außentasche links mit einem Reißverschluss. Die Handschuhe erhaltet ihr in verschiedenen Größen und sie verfügen über ein geräuscharmes Mikrovlies. Außen in grün und innen in schwarz. Die Handschuhe verfügen in den Innenflächen über eine Gummierung, damit ihr extra guten Grip habt. Außerdem eine Gummikordel, um euch vor Kälte zu schützen. Wir haben euch nun gezeigt, warum eine intelligente Heizbekleidung für die Jagd so komfortabel ist. Viele von euch haben bereits Erfahrungen mit klassischer Heizbekleidung gesammelt. Herkiller hat hier mit der ClimAid-Technologie dem Ganzen noch einmal die Krone aufgesetzt und nimmt euch die Regulierung vollständig ab. Herkiller bezeichnet dies auch als Set und Forget, da es euch so einfach wie möglich gemacht werden soll. Zusätzlich spart ihr durch die Heiztechnologie viele Schichten an Bekleidung, dies sorgt für Komfort und Bewegungsfreiheit zugleich. Wir sind davon überzeugt, wer diese Innovation von Herkiller erst einmal ausprobiert hat, geht nie mehr ohne raus. Die Jacken und Westen finden wir so schick, dass ihr sie nicht nur für die Jagd nehmen könnt, sondern auch für sportliche Aktivitäten wie Skifahren, Joggen oder einen einfachen, gemütlichen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Das war's von uns. Wir sind auf eure Erfahrungen zur Heizbekleidung gespannt. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar. Wenn euch unser Beitrag gefallen hat, freuen wir uns auf euer Like und vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Gerne könnt ihr uns auch dort in den Kommentaren schreiben, welche Themen euch noch interessieren. Tschüss und weiter in Zeil. Weiter in Zeil.